Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank 2. Wobei wahrscheinlich die nächsten 5 Minuten wird es eher heißen Clank und Clank und Clank. Und wir natürlich, wir haben in der letzten Folge uns durch den... Ja, wollte ich da zu viel oder schaffe ich es? Ich schaff's tatsächlich. Zum Fist-Widget durchgeprügelt. Hammerbot erhalten. Benutze ihn, um Gegenstände zu hämmern. Hammer Time! Leider war das Ganze eine Falle und man hat uns jetzt dementsprechend gefangen genommen, zum Planeten Aranos gebracht. Und Clanker hatte aber glücklicherweise mal so ein paar Verehrerinnen. Mindestens eine, und die hat jetzt uns mal hier so ein bisschen geholfen und uns gezeigt, dass es hier doch einen Weg raus gibt. Und hat sich dann jetzt aber auch irgendwie verpisst, oder? Ist vielleicht nach vorne gelaufen oder so. Ja, der gute Hammerbot, der zeigt uns hier, dass er keinen Bock auf viereckige Gegenstände hat. Und das ist so ein bisschen ein altes Traumata tatsächlich. Und damals in der Schule, im Kindergarten, da musste er mit Würfeln würfeln. Und er hat immer eine 1 gewürfelt und da war er frustriert, weil er sollte ja eigentlich immer 6 würfeln. Und dann seitdem hat er halt diese Problematik. Und glücklicherweise für uns hat er die denn... Somit konnte er uns ein wenig helfen. Jetzt lassen wir ihn aber da liegen, weil wir brauchen ihn nicht mehr. Und so wie das halt immer in der Gesellschaft ist, werfen wir die Leute dann einfach weg. Wir kümmern uns nicht mehr um ihn. Mikrobots kommandieren. Halte die Dreiecktaste gedrückt und wähle einen Befehl. Ja, das hatten wir tatsächlich schon mal. Dann greift mal an, Kollegas. Weil ja, wie gesagt, der Hammerbot ist weg. Da müssen wir nochmal nachhaken hier, ne? Da gehen die leider so ein bisschen drauf. Aber das ist ja Sinn und Zweck dieser Geschichte hier. Habe ich jetzt beide? Ja, dann... Achso, die werden dann automatisch wieder grün, siehst. Warum werde ich rot? Rote Antenne, hier ist doch gar nichts, oder? Vielleicht steht das ja für den Empfang, ich weiß es nicht. Seid ihr dabei, Kollegas? Seid ihr dabei, ja? Gut, können wir runter? Jawohl. Sie sind dabei und... Ach, ist das jetzt die andere Seite? Wahrscheinlich. Ha, da freut er sich. Hey, Kollege, ich wusste, Leute, lass mich nicht im Stich. Mann, Mann, Mann. Da haben wir uns ja doch ein bisschen um ihn gekümmert. Aber jetzt lassen wir ihn halt wieder im Stich. Du kommst zurück, oder? Du hast es versprochen. Nein. Ich habe nichts versprochen. Mit Mikrobots geöffnet werden. Wähle betreten. Ja, wähle betreten, kennen wir schon. Keine Ahnung, wieso sie mich da jetzt damit voll spammt. Aber wo denn? Ach, jetzt, okay. Hat beim ersten Mal aus bekannten Gründen nicht so gut geklappt. Geht da jetzt das gute alte Feuer? Warte mal. Das, halte ich jetzt für ein bisschen fragwürdig. Was will das Spiel von mir? Kann ich da hoch? Mal gucken. Ja, okay. Die verfolgen mich glücklicherweise auch nicht. Ja, wir sind halt in Anführungsstrichen nur ein Robotis. Robotis Macrobrop. Hier! Wir müssen unsere Kollegen befreien. Jawohl. Und dann kommt direkt ein neuer raus. Wie bei Bienchen und anderen Insekten werdet ihr natürlich sehr, sehr schnell produziert. Und da wollte er mich so ein bisschen überraschen, ne? Ja, hat anscheinend auch funktioniert. Da ist er einfach hochgekommen, genauso wie der da. Greift an, meine Freunde. Oh nein, jetzt haben wir jemanden verloren. Glücklicherweise können wir den hier einfach schnell wieder zurückholen. Und dann machen wir sie von den Angriffsmodus in den Betretor-Modus. Betretet eure persönliche Hölle. Los, komm. Das ist das dritte Redlein hier. Nee, der wollte als erstes rein. Der hat uns alle verarscht. Nee, hä? Achso, Moment. Ich glaube, da ist gerade so ein bisschen was im System kaputt. So, jetzt. Der wundert mich bei diesem Spiel nicht. Also, umso länger man das spielt, umso mehr Bugs findet man halt. Also, ja, klar, macht irgendwo Sinn, aber... ne? Ist traurig, tatsächlich. Traurig. Weil es vielleicht beim Originalspiel nicht so war. Und das Problem ist, die Leute, die das Original nicht gespielt haben, die spielen dann das und denken halt, das wäre die ultimative Form und denken dann so, dass das Spiel halt irgendwie scheiße ist, obwohl es das halt offensichtlich nicht ist. Ja, wir mussten uns nicht wirklich das Scharfschützengewehr holen. Das war tatsächlich, wie ich es die ganze Zeit befürchtet habe, eine Fehlinvestition. Wir haben hier so viele interessante Waffen natürlich, aber die kosten so viel. So, das kennen wir, das kennen wir. Das kennen wir. Sternzeichen. Die zerstörerische Macht des Sternzeichens kann nicht in Worten geschildert werden. Das ist hier quasi die Rieder 2.0 oder was? Schildlader? Perfektes Kraftfeld. Technologie schützt dich rundum und verletzt Gegner, die den Schild berühren.
Ja, also ich denke, da sollten wir vielleicht wirklich mal in Erwägung. Oh shit, ich wollte meine Waffe in Erwägung ziehen, vielleicht doch den ein oder anderen Kristall einzusammeln. Es gibt ja dann, wie gesagt, demnächst, oder vielleicht ist das ja auch der hier, der gute. Alter, das dauert ja so lang. Wüstenplanet. Eisplanet meine ich. Auf dem wir dann halt auch nochmal so ein bisschen Sachen farmen können. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich ein bisschen mehr Geld, ne? Nicht irgendwie so 1000, sondern vielleicht wirklich so 5000 pro. Wollt ihr mich verarschen? Hoch eingesammelten Shit. Ich weiß nicht, ob es da auch Kristalle sind. Oder ob es irgendwas anderes ist. Achso. Ich dachte, da ist ein Loch oder so. Sah gerade für mich ein bisschen komisch aus. So, jetzt wird es wieder ein wenig magnetär, habe ich gehört. Meine Botsi sind nicht mehr da. Jetzt sind sie wieder da. Ja, sage ich ja, magnetär. Da müssen wir dann direkt mal die Ebene wechseln, damit wir nicht aus Versehen runterfallen. Und da gibt es ein bisschen Labylines. Brauche ich das? Ja, natürlich brauche ich das. Okay, Wandsprünge. Ja, ne, also dieses Aufleveln, dieses Nanotech-Farm und so weiter, das hilft natürlich, wenn man nicht die krasseste Ausrüstung hat, hilft das nur temporär. Und wie man sieht, dann in dieser Situation hat es grundsätzlich nicht viel gebracht. Ja, das Problem ist halt, dass, ich weiß nicht, du, das ist es die Taktik. Ich meine, man kann hier schon, ich habe so gerade so das Gefühl, als sind die Waffen halt einfach, ich meine, was soll ich machen? Die sind ja schon aufgelevelt. Ach, kam hier nicht Gegner? Oder what? Sind nicht respawned oder was? Als müsste man sich hier wirklich neue Waffen einfach kaufen, ja? Klar, gerne doch, aber wenn die halt verfickte Scheiße so viel kosten, kann ich da auch nichts dagegen tun. Kann ich auch nicht mehr machen. Von daher. Ich weiß nicht, du, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich nochmal den Rauschmeißer verwenden. Grundsätzlich mal über meine Kette hier nachdenken, die ja auch ein wenig veraltet ist. Also der. Der alte Waffenring. Lieber raushauen, alles raushauen, bevor man stirbt. Und hoffen, dass es trifft. Die haben halt eine gute fucking Rüstung hinter mir, ne? Da hat sich jemand reingeschlichert. Und da ging die Attacke daneben. Herzlichen Glückwunsch. Komm schon. Jetzt ist er weg. Danke dafür. Hier ist auch alles sicher. Aber? Ne, warte mal. Ach doch, das war das Geräusch der Bomben hier. Machen wir anscheinend einen Wandsprüngi? Ah, ja, okay. So ein bisschen 2D spontan, warum denn nicht? Kann mich auch null daran erinnern. War aber auch natürlich recht kurz. Dafür gibt es aber ein paar schicke Tausender hier und da! Da kann ich doch, das ist doch perfekt, Leute. Perfekt, wenn ich rausschmeiße. Und man sieht, wenn's. Ja, nee. Wenn's trifft, sind sie tot, weil ich sehr gut einen hat's erwischt. Aber. Der Rest, meine Robo-Linies, sollten bald ihr fucking Level abkriegen. Da sind sie auch noch ein bisschen hilfreicher. Oh, war das richtig? War da nicht eben so eine Ecke? Egal. Ach so. Das findet ja parallel statt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich den gar nicht auf dem Rücken hatte. Spätestens bei irgendwelchen Gleitmanövern, die ich ohne ihn nicht hätte umsetzen können, wäre mir das dann aufgefallen. Was soll ich hier machen? Einfach darüber, ja. Ich nehme mal an, ja. Ja, das geht. Das geht. Sagte er mit voller Überzeugung. War aber dann tatsächlich knapp, ha? Hier warte ich dann auch nochmal. Schätzungsweise. Aber du gehst dann hoch, nehme ich an. Oder? Das, na doch, das geht, das geht. Ja, er hat halt natürlich ein komisches Momentum, logischerweise, weil er halt kleiner ist, ne? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hier baue ich mir dann eine schöne Brücki-Linies. Fraglich ist, was ich dann da drüben machen soll. Kriege ich die platt, ja? Ich nehme mal an, ja, tatsächlich. Der Schaden hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber okay. Was habt ihr für mich? Was bietet ihr? Ah, ich konnte tatsächlich wirklich ohne ihn nicht gehen. Sehr, sehr nett von dem Spiel. Sehr, sehr sozial. Ja, ich mag das Wort so sehr gar nicht in den Mund nehmen. Nicht im Jahr 2022. Das hat immer so einen kommunistischen Beigeschmack. Ich meine, die Welt, die war nie sozial, aber lass mal nicht wieder darüber reden. Ich versuche gerade die Kamera zu drehen, aber. Brückis? Brückis? Wenn ich da jetzt raufdrücke, was machst du dann?
Musst du jetzt richtig krass? Tatsächlich. Achso, schwebt einfach in der Luft. Gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das sieht so knapp aus. Das sieht so knapp aus, aber es hat funktioniert. Ja, ich habe es verstanden. Die denkt auch gerade, ich wäre Kernbehinderte. Na gut, dachte sie wahrscheinlich schon die ganze Zeit. Los, meine Kameradis. Ich muss nach vorne gehen, oder was? Ja, aber das ist doch schon gefährlich. Folgt ihr mir? Seid ihr dabei? Seid ihr mit mir down? Ja. Und oh Gott. Okay. Das ist direkt einer verreckt. Kommt er wieder? Ja. Glücklicherweise muss ich nicht großartig zurücklaufen. Da ist meine Antenne ganz gut dabei, dass sie mir da immer wieder folgen. Ich frage mich, ob die dann immer in die Lava fallen würden, wenn ich ungünstig stehe. Und ich quasi einen Kreislauf erstellen kann. Zwischen wiederbelebt werden und sterben. Aber wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden. Ich will nicht aus Versehen in die Lava gefallen sein für den Scheiß. Auf jeden Fall gibt es hier wieder Hammer Time. Ungeachtet dessen. Okay, muss ich das jetzt echt dreimal antippen, ja? Dein Ernst? Der denkt sich auch so, ja, ich mach nur das, was mir explizit befohlen wurde. So ein bisschen wie meine Leute damals in der Schule. Stellen sich dann immer absichtlich dumm an. Im Moment, die waren halt wirklich dumm. Es ist, oder vielleicht eine Fusion, man weiß es nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall müssen wir hier echt unser ganzes Repertoire einsetzen. Damit wir hier weiter vorankommen können. Kommen jetzt Gegner? Kommen Jumpscares? Nein, tatsächlich nicht, alles klar. Haben wir denn vier? Ja, tatsächlich. Dann geht mal rein. Jawohl. War der eine gerade ein bisschen röter als die anderen oder lag das an komischen Lichteffekten? Bin mir nicht sicher. Verstehe ich auch gar nicht, wieso der Hammertyp sollte man die Leute mal weghämmern können, ne? Nicht nur die komischen Vierecke da. Ja, wenn die Gegner halt viereckig sind, dann hat er da Bock drauf. Noch ein Schraubenschlüssel. Krass, dass es sogar noch einen dritten gibt. Wow, ich dachte schon, die Lava steigt jetzt. Ja, da, oh nein, ja, what the fuck, Holocaust-Spiel, was soll das, ja? Aber glücklicherweise war da ja ein Speicherpunkt. Denk dran, ich kann... Ja, das Problem ist, dass sein Rücken so oder so weiß aussieht, metallisch, silberlich. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Ach so, ha! Ah, ja, das ist gut, gut gewählter Ort für einen Check. Ach nee, Moment. So, ja. Ah, mein Gott. Damit konnte ja jetzt keiner rechnen. So. Ja, gut, ein paar Sekunden Zeit hat man ja schon zum Überlegen, aber ja, egal. Gibt ja keine Leben hier. Ja, ne, wir sind schon noch immer noch auf dem Schiffchen, ne, wo wir... Ich weiß nicht, ob das dasselbe war, wo wir eins das Spiel angefangen haben. Ich nehme mal an, auf die roten Felder darf ich nicht. Also, was ist nett hier? So ein bisschen Jahrmarkt-Style-mäßig, Schießstand-mäßig, Sachen ploppen auf, Sachen können weggebombt werden. Und hier gibt es auch wieder so ein bisschen Action. Ich versuche hier wieder mal alles miteinander zu kombinieren. Oh, da bin ich, da habe ich ein Level abgekriegt und wurde dann aber auch direkt kassiert. Hä? Moment. Hier waren doch gerade noch deutlich mehr drin, oder nicht? Krass, ey. Ich dachte, der Spaß fängt gerade erst. Ja, ja, der wollte noch mal so ein bisschen was. Hä? Hatte man da extra Wurst gebraucht. Ja, aber du hast doch schon eine Wurst fürs Impfen gekriegt. Reicht dir das nicht? Immer diese extra Würste. Ja, vielleicht beim Boostern, oder? Gibt's wahrscheinlich 8 Würste oder so. Hatte ich das? Nee, das war nicht in diesem Let's Play hier, ne? Ich glaube, den Witz habe ich bei SMT gebracht. Das war jetzt unabsichtlich wiederholt, witztechnisch. Ja, aber ich meine, ne, wenn man halt einfach 15 Videos am Tag macht, da kann man sich schon mal wiederholen. Ist dir deine Freundin draußen begegnet? Ich weiß nicht, wovon du redest. Schnelle Nummer kurz geschoben und ja, dann hat er sie wahrscheinlich zerschrottet. Hat noch sich ein paar Schrauben mitgenommen, in die Tasche gesteckt oder so. Ja, ohne Spaß. Ich bin gespannt, ob das noch aufgeklärt wird. Also ich glaube nicht, dass jetzt ein großes Geheimnis drum um diesen Roboter gezogen wird oder wurde. In Zukunft meine ich, aber ja, er fragt mich natürlich schon, ob die nochmal vorkommt. Die hat ja jetzt echt uns ein bisschen aus der Patsche geholfen. Mein Schiffchen ist von einem Kraftfeld umgeben. Ist wahrscheinlich nicht begehbar, oder? Ja, da
Muss nochmal so ein bisschen nachgeholfen werden. Was sagt die Karte? Holy shit. Rot, rot, rot. Zwei Wege. Optionalität ist anscheinend gegeben. Hier oben, mal gucken. Oh nein, gibt's wieder Glide-Action, ja. Ach, gut, wenn's sein muss. Ja, wenn der Shit unten ist, geht das. Dann schnell hoch. Ja, ja, ja. Es muss ein gutes Timing haben, aber das Spiel speichert ja glücklicherweise direkt. Ja, man muss halt wirklich mit der Lava hoch und hoffen, dass es... Oh. Rechtzeitig? Ja, ja, das war schlecht. Das war der Mittelteil, den habe ich jetzt richtig ordentlich verkackt. So, runter, runter, runter. Man darf nur so ein bisschen gleiten, tatsächlich. Und man muss sich dann fallen lassen. Ja, geht. Geht. Ach, der Klempner! Die Unterhosen kenne ich. Na also, das ist das Problem. Entschuldigen Sie, Sir, aber was machen Sie hier in dieser Galaxie? Ich bestimme nicht, wo was kaputt geht. Ich mach's nur wieder ganz. In dieser Galaxie muss es doch jemand... Ich weiß, aber die nicht. Ich krieg bezahlte Pausen und Fahrtkosten. Was ist das? Irgendein Idiot hat diese fast neue Quark-Spielfigur runtergespült. Oh, jetzt riecht sie ein bisschen streng, aber das macht doch nichts. Interessiert? Ob man wirklich damit spielen kann? Wofür? Na, wer weiß. Da hast du sie. Bis nächstes Jahr oder so. Was hat er damit gemeint? Bis nächstes Jahr, wenn das... Oh, war das etwa ein inoffizieller Ratchet & Clank 3 Hinweis-Leak, dass der nächste Teil in einem Jahr rauskommt? Weil er dann wahrscheinlich auch da wieder dabei sein wird. Oh, das klang gerade so, ne? Das ist ja richtig heftig, ey. Ihr wart live dabei, Leute. Ihr habt's gehört. Mal gucken, ob sie ihre Versprechungen einhalten. Warte mal. Jetzt muss ich aber den ganzen Weg zurück. Das ist natürlich unvorteilhaft. Ich wette, wenn ich jetzt sterbe, komme ich jetzt wieder auf der Seite raus, ne? Das heißt, ich muss das packen, sonst bin ich auf ewig gefangen. Aber wir gucken mal. Ja, und da ist der Klempner weg. Der hat es uns wahrscheinlich... vorgezeigt. Offscreen hat er das den beiden gezeigt, wie man es zu machen hat. Ja, aber ne, du kannst halt auch nicht in der Mitte bleiben, weil die scheiß Lava dann zu schnell hochkommt. Oh, das ist auch sehr dumm, ne, dass man immer auch so ein bisschen das abpassen muss. Runter, 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 runter. Oh, ne, das geht. Das habe ich. Ich habe das. Jawohl. Jawohl, los. Woll sie. Dann, genau. Haben wir jetzt die Actionfigur für. Was auch immer erhalten. Ja gut, das können wir ja, glaube ich, auch in dieser Folge noch machen, oder? Ach so. Hexis. Nee, Infiltratorlies. Das ist doch das mit dem Kreis, ne? Genau. Mal gucken. Nee, das ist schon mal falsch. Das heißt, ich muss das wieder abklinken lassen. Runter, rechts, rechts, runter, runter. Ja, man muss halt, wie gesagt, schnell sein. Das war jetzt aber einfach... Der Sackgasse verschüttet. Das Problem ist, dass es geht dann auch irgendwann einfach zu lang, ne? Was soll ich denn da... Aber man sieht ja, nein, das war auch wieder falsch. Einfach irgendwas, ich spam jetzt hier. Ja, man sieht ja rechts, wie viel er braucht. Was mich halt triggert, ist diese Zeit, dass ich die immer ablaufen lassen muss, man. Ist auch falsch, ich kann's, sorry. Kann es mir nicht merken. Zack, zack. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt runter. Nee, ist auch nicht. Okay, dann rechts. Links, links, rechts, rechts, links, runter, da. Das, nee, ist auch nicht richtig. Das ist ein dummes Spiel. Das ist mehr Glück als... Knobelei hier, ja, jetzt wisch mir das. Ich hab ganz ehrlich, fickt euch alle. Ich versuche immer krampfhaft nicht zu überziehen, Mann. Und dann kommt mir dieses Dreckspiel so. Ich meine, hier ist ein. Muss deaktiviert werden, bevor du auf dein Schiff gelangen kannst. Wow, Sherlock. Ja, hier ist ja ein Speicherdingsi-Bumsi, deswegen hoffe ich einfach mal, dass das Spiel das ordentlich macht, ja. So. Basta. In diesem Sinne,
Bis zum nächsten Mal. See ya.